uns im Garten den ganzen Teich leer geräumt. Ja? Ja. Die ganzen Goldfische, alles gelummelt. Wissen wir schwimmen? Problem.
Ya, kita sudah lewat mangrove. Sekarang kita lanjutkan ke snorkeling ya. Ini sudah laut lepas sebelah sana. Itu dari kejauhan itu Pulau Sumbawa. Kapal heißt das, ja, also Gili Kapal. Es ist eine Sandbank, ja, mitten des Meeres hier auf Lombok. Ja. Wir halten uns normalerweise hier kurz an, ja, um ein bisschen ein Bild zu machen, dass wir mitten in der Ozean einmal da gewesen sind. Wir steigen aus zu der Sandbank hier. Das ist eine kleine Insel mitten im Meer. Ja. So eine kleine Insel war mal. Ja. Kurz wird es verschwinden, weil eben gerade, weil Flut gerade kommt, ja. Ja. Was? Nein, noch nicht, ja. Nee, nur zum Foto machen, ja. Noch nicht schnorcheln jetzt, ja. Später schnorcheln wir. Ja. Um einmal auf Sandbank zu sein, ja. Genau. Ja, gehst du da den Leiter raus? Ich schon immer schon rein. Ja? Ja, besser. Ja. Da hast du schon die Schuhe. Ist schwieriger? Ist schwieriger? Festhalten. Der schaukelt sich dann. Der schaukelt. Dann festhalten und da durch den Leiter runter auf Insel. Schuhe. Das geht da lang, da der Leiter. Links, ja. Da an! So, wunderschön. Ja. Auf einer Sandbank, ja. Wo kein Mensch ist, ja.
Silvia, du kannst mal Korallen mitnehmen, ja, nach Europa. Und schön habe ich meine Ruhe. Das sind schöne Korallen, du. Hier, guck mal, hier. Schön weiß, ja. Ist das... Ja, das finde ich schön. Schöne Formen, ja. Muscheln, ja, sind auch schon Muscheln da. Sind doch tot, die Korallen. Vielleicht darf man doch mitnehmen. Ja, schöne Farben, ja. Kita jalan-jalan di sebuah pulau kecil yang kita sebut dengan Pulau Pasir, ya. Memang pulaunya terdiri dari pasir aja. Sebentar lagi ini pulaunya sudah hilang. Nah, karena air akan naik. Sana menara Jani. Ya, ini sistem Monte Jani di Lombok. Der Volker und Silvia beschäftigen sich denn jetzt auf der Sandbank, ja? Ja, genau, bei Ebenur, ja. Jetzt kommt es langsam, das Wasser hoch, sagt er gerade. Ne? Ich habe ihm gesagt, ja, wir sollten erstmal schnorcheln. Ja? Ja. Nee, jetzt gerade kommt das Wasser. Ja. Nicht, dass wir überhaupt nicht auf der Sandbank da sein können. Ja? Dann hat er entschieden, der fährt uns erstmal hierher und danach nochmal zurück, wo wir schnorcheln können. Ja? Auch von zu Hause? Ja. Ja, und noch die große Muschel. Von aller Welt? Und auch von Bali, viel. Ah. Sehr viel. Doch, hat man ja doch kein Problem, nicht sowas mitzunehmen. Doch. Jetzt ja. Ich war aber jung und. Also jetzt ja, klar. Jetzt wird es richtig teuer. Jetzt ja. Wird es nicht mehr getrollt. Ja, okay, dann. Es hat ein Kind in der Türkei. Ja. So einen kleinen Stein mitgenommen. Anderthalb Jahre Gefängnis. Oh! Krass! Wirklich? Ja. Ja. So, wegen ein kleiner Fehler. Es steht überall. Jeder weiß es. Und wenn man es trotzdem macht. Okay. Alles und die klar. Wollen damit einfach vermeiden, dass so viel abgebrochen wird und so viel mitgenommen wird. Es ist ja nicht nur das. Es ist ja das, was dann auch rausgeholt wird. Abgebrochen und mitgenommen und so. Darum ist es ja, das ist ja. Ja, das liegt ja auch nicht alles lose. Das ist ja irgendwann total fest. Ja.
Na ja, Kopf langsam das Wasser hoch. Ja. Ja, wie genau steht es jetzt hier? Und dann fahren weiter. Da dann. Jetzt der Held dann kommt hoch. Auf schief. Dankeschön. Danke schön. Danke dir. Ich stehe an ihm, stehe ich im Weg, wenn wir reinsehen. Oh, Schuhe voller Sand. Kita pergi snorkeling. Lihat bagus pemandangannya dari kapal.